Absoluter Wahnsinn. Vielen, vielen, vielen Dank. Ihr seid super. Hey, 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 ihr super tollen Leute. Jetzt ist es soweit. Heute ist es amtlich. Ich habe 100 Abonnenten. Also vielen, vielen lieben Dank für euren Support. Ich finde das ziemlich cool. Ich meine, dieser Kanal hier, der ist ja gerade mal so ein halbes Jahr oder sowas alt. Quasi zu Zeiten des Lockdown, des Großen, ins Leben gerufen. Und ja, schon echt interessant. Also, dass sich so viele Leute dann doch dafür begeistern, beziehungsweise hier irgendwie hängen bleiben und einfach mal gucken, was passiert denn als nächstes oder so. Ne? Ich habe ja nochmal so ein bisschen Sachen zusammengeräumt. Das hier, das wird später weitergemacht, ne? Die Ruine. Damit hat das ja quasi begonnen, das Ganze. Dazu habe ich ja auch so ein kleines E-Book gemacht. Dann haben wir hier noch den mandalorianischen Helm im Hintergrund. Den brauche ich auf jeden Fall für das nächste große Projekt. Und das kennt ihr auch schon ein Stück weit. Na, der soll ja quasi so einen Luftfilter beinhalten und dann halt auch einen Gehörschutz bieten natürlich. Und hat dann halt so eine 2 mm starke Plexiglasscheibe. Da habe ich mich schon ziemlich gut kundig gemacht bei anderen Kanälen zum Beispiel, die damit arbeiten. Mit Plexiglas und so weiter und wie man das Ganze formen kann und so. Ne? Außerdem habe ich das ja mit den Kajaks. Und mit den Kajaks, da wollte ich jetzt ein kleines Zwischenprojekt einschieben. Ich zeichne euch das gerade mal auf, was ich da eigentlich vorhatte. Wo mich aber dann eine gemeine Erkältung ganz fies ausgebremst hatte. Und zwar, ich versuche das mal so ein bisschen aufzuzeichnen. Das hier. Das ist so ein normales Kajak, so ein Wald- und Wiesenkajak, so ein Allrounder quasi. Das sind die Teile, die ich wirklich massenweise habe. Und da wollte ich eins fertig machen, so sieht das vom Querschnitt aus, dass das hier so ein paar Aufsätze bekommt. Wird auch noch später gemacht. Also hier vorne an die Öse, die da dran ist und hinten auch. Dass man hier so einen kleinen Aufsatz hat, so, beziehungsweise noch weiter nach vorne hochgeschnitten, der daran festgemacht werden kann, um das Ganze seetauglich zu machen. Denn sonst ist das Problem, wenn hier beispielsweise Wellen ankommen, na, die laufen hier drüber, das wäre ziemlich doof. Oder halt von hinten auch. Na, das wäre ein bisschen blöd, wenn das dann hier drüber läuft. Deswegen diese ursprünglichere Form des Seekajaks, die haben halt hier vorne und hinten diese Verlängerung dran, so dass das quasi über die Wellen gedrückt wird. Dass es die überschneidet und nicht unterschneidet oder so. Aber, na gut, das ist jetzt halt nichts geworden. Das Zwischenprojekt einfach wegen der Erkältung. Und ihr wisst ja, wie das bei Kerls ist, ne? Die fallen ja sofort um und können nichts mehr und so. Nee, Spaß beiseite. Ich hoffe einfach mal, dass jetzt am Wochenende gutes Wetter ist und dann werde ich einfach so eins mitnehmen, denn wir fahren noch mal zur Küste und da werde ich mich mit so einem direkt aufs Wasser begeben. Ich hatte auch schon so ein paar Erkundungen dann eingeholt bei einigen, die das schon gemacht haben, habe da so zwei Kanäle dann angeschrieben und habe auch direkt hilfreiche Tipps bekommen, ne? Zum Beispiel da beim Wattenmeer, halte ich bitte an das Fahrwasser und so weiter und ja, ich denke mal, das wird eine witzige Sache. Ich glaube, da mache ich auch dann noch so ein Teil Memories of Blue oder sowas. Was ich dann dazu noch geholt hatte, ist jetzt, ja, werde ich glaube ich gleich mal aufbauen. Ist quasi für das gute alte Auto. Ich male es mal hier hin. So, zack. Naja, sieht sehr toll aus. Spaßeshalber mal so gemacht. Das hier. Dachgepäckträger. So. Und da kommt das Ding dann oben drauf. Also liegt das ungefähr so hier da drauf. So, hier haben wir den Ausschnitt. Naja, ihr wisst ja, wie das ungefähr aussehen könnte. Hier, da sitze ich dann drin und gucke fröhlich und dann gebe ich Gas und fahre mit euch zur See, um euch das mal ein bisschen zu zeigen. Da wir da oben das Wochenende verbringen, kommt dann dahinter noch die Wohnbüchse. Ja, auch so ein paar Fensterchen rein. Ach so, dazu, da habe ich auch noch ein paar Videos aufgenommen. Das ist auch so ein kleines Projekt gewesen für den Sommerurlaub. Da
Da war nämlich noch so einiges zu tun, weil es hier vorne zum Beispiel reingeregnet hatte. Und da hatte ich von einem Zirkus, von dem hatte ich einen Tipp bekommen, wie man zum Beispiel so Sachen dicht kriegt. Er meinte beispielsweise hier oben diese Dachluken, die braucht eigentlich kein Mensch. Was wir machen ist, wir machen diese Möglichkeit zu öffnen, machen wir weg. Wir nehmen dann stattdessen Waterstop oder sowas oder Wasserstop und machen das Ding dicht. Dann andere Sachen hatte ich mir angeschaut, insgesamt, wie man Kajak transportieren kann. Die kann man zum Beispiel auch hier innen drin transportieren, habe ich ausprobiert. Also so, ja, da passen, glaube ich, 4 Stück oder sowas drüber hinten rein. Das heißt, das hier ist quasi ein Bootstrailer. Slash Wohnwagen. Ach so, was ich auch noch erwähnt haben wollte. Diese Teile hier, die kann man bei eBay Kleinanzeigen, kann man die sich einfach mal von mir ausleihen. Das waren ursprünglich, was waren das? 25 am Tag. Ne? Einfach nur so, damit da kann ich dann diese ganzen Projekte hier querfinanzieren. Aber dadurch, dass das jetzt 100 Leutchen sind mittlerweile, die ihr hier aktiv wirklich dabei im Kanal dabei seid und euch sogar das ganze Zeugs anguckt und so, ich finde das echt cool. Also diese Statistiken und sowas, die kann ich euch eigentlich auch mal zeigen. Finde ich witzig. Ich möchte einfach mal, dass ihr das ganz transparent sehen könnt alles. Dadurch, dass hier 100 tolle und engagierte Leute dabei sind, herzlichen Glückwunsch und herzliches Dankeschön an euch. Ich finde das echt super, total toll, wirklich grandios. Dadurch habe ich einfach gesagt, okay, wir machen da 22,50 raus, ne? Minus 10%, einfach mal spaßeshalber. Aber dadurch, dass 22,50 gar nicht geht, habe ich dann gedacht, okay, machen wir 22 draus. Wenn das 500 Leute sind beispielsweise, bei 500, dann machen wir insgesamt minus 20. Das ist auch cool, ne? Sprich, 20 Euro am Tag. Und das nicht für irgendeinen Quatsch, sondern das, um das ganze Projekt zu stützen. Und das hier beispielsweise, ich glaube, das zahlt man bei vielen pro Stunde oder so. Finde ich wahnsinnig. Also nö, hier, das ist einfach so hier. Das. Was ich auf jeden Fall sagen möchte, das ist vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr alle so schön dabei seid und auch Kommentare da lasst und das anscheinend irgendwie witzig findet, das ganze Ding. Ich finde das prima. Vielen lieben Dank. Soll der noch eine Nase kriegen? Komm, hier mal noch eine Nase rein. So, und wenn wir schon dabei sind, dann machen wir auch noch Ohren dran. Und dann noch so ein paar Haare drauf. Ich finde es auf jeden Fall richtig prima. Vielen Dank, dass ihr dabei seid und dass ihr das schon seit einem halben Jahr quasi mittragt und unterstützt und so. Und ich hatte euch zur Wahl gestellt, dann quasi, wie das hier dann sein soll, ob das eine Ruine werden soll oder ob das aufgebaut werden soll. Da geht es auch jetzt bald weiter, ne? Nur über den Sommer, da war irgendwie... Da zieht es mich immer nach draußen, ihr kennt das wahrscheinlich. Ganz weit nach draußen, dass man da ganz, ganz viele Sachen machen kann. Achso, hier dazu diese Lootboxen und sowas, da das, was ihr auch in den Links finden könnt, da könnt ihr auch einfach 10% runterrechnen. Wirklich, echt 10% weg. Die sind jetzt quasi geschenkt, weil 100 Leute sind da. Ich finde das total super. Könnt damit trotzdem das ganze Ding supporten. Der Mandohelm, der ist ganz wichtig, wenn ich später im Herbst oder im Winter noch mal ein Projekt angehe. Bei der Hartschaumschmiede habt ihr das sicherlich auch schon gesehen oder gehört, diese Ankündigung insgesamt, die es da gibt. Da geht es dann quasi um was Größeres. Also so ein Projekt insgesamt. Ich male mal hier so was Wolkenartiges auf. Sagen wir mal Projekt. Projekt X, nein. Winterprojekt, genau. Winterprojekt, das Winterprojekt. Das wird eine tolle Sache, wenn es insgesamt funktioniert. Und natürlich wird es in irgendeiner Form funktionieren. Aber dafür möchte ich diesen fröhlichen Onkel hier fertig kriegen. Den brauche ich nämlich. Denn da brauchen wir eine ganze Menge Platz für. Und das gibt...
mordsmäßig viel Sauerei. Das kann ich schon versprechen. Und eine große Werkstatt braucht man dafür auch, aber den Platz, den räume ich frei. Und dann machen wir das hier. Hat schon Schmiede und einmal Zeug zusammen. Und ich weiß noch nicht, ob ich das so mache wie die Hartschaumschmiede. Also da ist beispielsweise schon so, dass jetzt Livestreams kommen werden bei Twitch. Vielleicht mache ich das auch mal in der Form. Ich finde das irgendwie witzig, dass man da direkt zugucken kann. Da hat man halt den Vorteil, dass man nicht unbedingt an das stationäre Gerät, wie zum Beispiel so ein Rechner oder sowas, gebunden ist. Na, aber naja, das kommt vielleicht dann später. Ich finde Livestreams eigentlich witzig. Schade, dass ich bis jetzt nur einen einzigen gemacht habe. Aber irgendwie war das so ein bisschen doof da. Die Kamera, die ich dann verwendet hatte, das war halt so eine Endoskopkamera. Das war ein bisschen unglücklich vielleicht. Vielleicht geht das mit diesen Actioncams, die ich habe, da ein bisschen besser. Ach so, natürlich werde ich jetzt bei diesem Projekt, was ich jetzt hier weiter fortführe gerade, weil das Wetter noch so ein bisschen passt. Hier vorne, da hatte ich ja dann quasi so einen Styrodurblock drauf gebastelt auf das eine Kajak. Das war so ein Rennkajak. Ich werde hier aber so einen größeren Allrounder für nehmen, um da auf dem Meer ein bisschen hin und her zu blubbern und sowas. Da werde ich natürlich dann die Actioncam oben drauf basteln wieder, so dass ihr dann halt sehen könnt, was da so passiert. Dass ihr nicht nur einen Eindruck von einem Fluss habt zum Beispiel oder von einem See, sondern halt vom Meer. Und dann gibt es natürlich auch dieses gewohnte, ja, ihr kennt das ja dann quasi, irgendwo ist das Meer, hier vorne ein Strand oder sowas, hier hinten geht vielleicht die Sonne unter. Na gut, ist wahrscheinlich bei der Nordsee eher selten der Fall, dass sie genau da untergeht. Dass es einfach so ein Memories of Blue gibt. Also ich stelle hier eine Kamera bzw. mein Handy hin und nehme euch hier so ein bisschen Gegend auf. Ich finde, das ist eine ganz schöne Sache. Das hatte ich gestartet zu der Lockdown-Zeit. Das war ja Anfang des Jahres dann, ne? Einfach um den ganzen Leuten draußen zu zeigen, hey, so sieht's hier bei uns aus. Und wenn ihr aus euren Städten beispielsweise nicht raus könnt oder wenn ihr massive Einschränkungen habt, wie das zum Beispiel unten in Griechenland oder in Italien und sonst was da der Fall war, dann habt ihr hier die Möglichkeit, einfach was, das für euch vielleicht ein bisschen exotisch aussieht, mal zu sehen. Also, es gibt eine ganze Menge Projekte, die gerade am Laufen sind. Den Dachträger habe ich jetzt momentan noch nicht montiert, aber das mache ich vielleicht gleich noch. Das schneide ich euch noch zusammen oder so. Hiervon, da gibt es noch eine komplette Reihe, die ich noch gar nicht veröffentlicht habe. Das Winterprojekt, das kommt. Das ist das fröhliche Gesicht für euch. Und vielen Dank für die 100 fröhlichen Abos. Finde ich total super. Echt prima. Und ja, insgesamt könnt ihr das ganze Projekt supporten und je nachdem, was ihr mögt. Also wenn ihr mögt, könnt ihr halt beispielsweise hier von die Lootbox holen. Da ist halt der Leim und sowas alles drinne. So ein fröhliches Cutter, vielleicht ein großes Cuttermesser, vielleicht ein kleines Cuttermesser, je nachdem, wo ich gerade reinpacke. Und so ein bisschen Holzleim dabei und so eine Base, wo man das ganze Zeugs draufkleben kann. Oder halt zum Beispiel so ein Kajak, wenn ihr hier in der Nähe seid. Ich habe jetzt halt einen Dachgepäckträger. Wenn der bei euch drauf passt, dann nehmt den einfach mit und probiert das mal aus. Und dann ist halt alles freiwillig. Na, ihr könnt es machen, ihr müsst es nicht. Ist halt ein Angebot von mir. Ja, und sonst freue ich mich schon auf die nächsten Projekte und sowas, was ich alles durchziehen kann und werde. Und natürlich gibt es da die Ruine. Das wird fortgeführt. Denn da war ja sowieso noch die Sache, dass ich da Ranken dran basteln wollte und so weiter. Na, das kommt alles noch. Dann gibt es da noch den Helm. Wo ich denke, okay, entweder wir bauen den wirklich als Mando weiter. Und vielleicht machen wir als zweite Stufe noch danach den Boba Fett-Helm. Der ist nämlich auch ziemlich cool. Und da gibt es noch die fröhlichen Kajaks. Oder für unsere englischsprachigen Freunde. Kajaks. Und ja, dann halt noch dieses. Winterprojekt.
Oder, ach komm, das sieht cool aus. Projekt X. Ach, und dann gibt es da noch eventuell noch ein kleines Projekt. Aber was das ist, verrate, Verrat, der Verrat, verrate ich euch noch nicht. Hey, cool, das hat sogar alles drauf gepasst. Also, eine Sache, zwei, naja, zwei A und B vielleicht. Dann die Kajaks. Dann noch ein Projekt und dann halt das Winterprojekt. Und das wird echt witzig. Also, dann ist da noch das hier. Ach so, der Wohnwagen, genau. Wohnwagen. War auch ein schönes kleines Projekt. Ich habe im Regen den Wohnwagen dicht gemacht für die Reise. War ganz interessant und habe da nebenbei noch so ein paar Jalousien und sowas, die irgendwie so halb runterfielen, dann fertig gemacht. Also das ist ganz nett. Da könnt ihr dann sehen, wie schnell man eigentlich so Sachen wieder fit kriegen kann, beziehungsweise diese verbogenen Jalousienkästen und sowas, wenn das Material alt wird, dann fängt das an, irgendwie so ein bisschen durchzuhängen, beziehungsweise wenn dolle Sonne drauf gestanden hat, wie man das wieder hinkriegt. Hier, da kommt das hin. Achso, das Auto, das habt ihr ja schon gesehen. Ich finde, das hier, das sieht nicht aus wie ein Tucson, Taxen, wie auch immer das heißt. Schreibt es in die Kommentare, ob es eher mit A oder mit U oder wie auch immer geschrieben wird oder gesprochen wird, besser gesagt, von Hyundai. Das ist ja das Auto, was ich genutzt hatte, wo ich auch schon mal ein Kajak hier reingepackt hatte. So, das war allerdings so ein Rennkajak. Die sind halt ein bisschen flacher und deswegen kann man so besser da reinstopfen und dann halt so ein Ladungssicherungsnetz und sowas noch drum rumzurren. Einfach weil es furchtbar witzig aussieht. Na, also das hier, das geht definitiv jetzt on Tour, das ganze Zeugs, weil wir halt nochmal ans Meer fahren. Und dann gibt es dann in den nächsten Tagen irgendwann, gibt es dann ein Video von mir. Und hier die anderen Videos. Ach so, was haben wir denn da noch? Memories of Green. Dazu ist definitiv noch Material da. Und Memories of Blue. Das hier, das wird hiermit verknüpft. Und das hier, das ist ja auch damit verknüpft. Das findet statt. Dieses Wochenende und da wird das beides noch aufgestockt. Hierfür, da habe ich noch einige Videos da. Das hier, das ist auch eigentlich alles da, aber ich muss halt immer warten, bis die ganzen Sachen so ein bisschen zu mir sprechen. Ihr kennt das vielleicht, so ein kreativer Prozess. Man kann mit dem Kopf so ein bisschen arbeiten, kann sich Gedanken machen und sowas und dann am Schluss ist das quasi ein kreativer Prozess, der beim Drehen von den Sachen dann entsteht oder in Gang kommt, nachdem der Geist quasi dann auf Autopilot umgestellt hat und sagt, jo, jetzt kann's losgehen. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass dann, um diese Sachen zu überarbeiten, wenn ihr selbst sowas macht, Videos zusammenschneidet oder sowas oder insgesamt das dann plant, was wie wohin kommt und so, dann wisst ihr, dass quasi auch wieder diese Gedanken erstmal da sind. Dann irgendwann so, das hier, das ist jetzt erstmal so diese kreative Phase, ne? Da male ich mal die Hände ganz groß. Das ist quasi dann der nächste Schritt.
mit so Dinge erschaffen, denken. Dinge erschaffen. Und dann dabei noch Videos aufnehmen. Das läuft quasi parallel dazu. Aber dann haben wir erst die Runde 1 beendet. Das heißt, als zweite Runde ist dann halt das Post-Processing. Also wir müssen die ganzen Videos und sowas dann schneiden. Dafür, da brauchen wir quasi dieses Denken wieder an der Stelle. Ne? Für diese zweite Runde. Erste Runde ist Erschaffen. Zweite Runde ist Denken. Und dann aufgenommenes Material verarbeiten. Und wenn ihr sowas selbst mal gemacht habt, dann wisst ihr auch, dass das manchmal eine ganze Weile dauert, bis man das wieder dann angehen kann. Beziehungsweise wenn man gerade auf dieser ersten Ebene ist, dass man Sachen umsetzt und sowas, dann kann man sich oft schlechter rauslösen, um dann direkt die zweite Ebene hinterher zu machen. Deswegen finde ich das eigentlich ganz witzig, wenn man einfach so diese Videos, ich sag mal, im Grobschnitt dann direkt auf euch loslässt. Ne, das ist eine schöne Sache. Aber auf der anderen Seite, wenn man natürlich so High-Quality-Content und sonst was machen möchte, dann muss man natürlich diesen längeren Weg dann quasi auf sich nehmen. Das heißt, man plant vorher, setzt die Sachen um, man hat also quasi so eine Art Storyboard, setzt die Sachen um und dann geht es direkt in das Post-Processing rein und da legt man dann quasi nach dem Storyboard schon fest, was man wie, wann, wo machen wird. Ist mir aber teilweise dann zu kompliziert, wenn ich mir denke, jetzt geht's los, dann starte ich das für gewöhnlich einfach. Natürlich ist bei manchen Sachen ganz klar festgelegt, das und das ist das Ziel, ne? Dann kann man darauf hinarbeiten. Aber dieser zweite Weg, das Ganze dann zu verarbeiten und so, der muss ja trotzdem noch gemacht werden. Der steht aber teilweise dem ersten Teil dann im Weg, weil das hier beispielsweise, diesen Wohnwagen fertig machen, das war halt eine Sache, da war eine ganz klare Deadline. Ich hatte, ich weiß nicht, was waren das, 4 Abende oder sowas Zeit? No, und währenddessen, oder 3 Abende effektiv, währenddessen habe ich den hier halt rundherum wieder dicht gemacht, sodass es nicht mehr reinregnet und habe dann den Rest da drin noch fertig gemacht, sodass wir direkt losfahren konnten. Und dann sind die Memories of Blue entstanden, als wir dann oben an der Küste waren. Aber seitdem war ich nicht mehr dran gekommen, um das hier dann wirklich fertig zu machen. Dann kam nämlich so ein nächstes Projekt, das mich angesprungen hatte, nachdem ich so ein bisschen an dem Helm rumgemacht hatte. Dann kam das nächste Projekt, das mit den Kajaks. Das hat mich dann angesprungen, hat mich gerufen und wollte unbedingt, dass ich es umsetze erstmal. Und dann sind währenddessen halt so ein paar Memories of Green noch entstanden, beziehungsweise die waren schon da, aber die und das hier, das liegt quasi noch auf Halde, ist aber schon da. Und den Helm brauche ich für das Projekt. Und für das Winterprojekt. Und vielleicht auch, naja, hierfür glaube ich nicht. Na, auf jeden Fall ist das jetzt quasi diese zweite Runde, die für manche Sachen noch ansteht. Und für manche Sachen, da ist es halt quasi jetzt die erste Runde, die dann anfängt. Aber jetzt noch nicht ganz, sondern erst ein bisschen später. Und jetzt? Ah, jetzt wird es schon langsam dunkel. Ich weiß nicht, ob ich das heute noch aufgenommen kriege. Sonst zeige ich euch das dann später nochmal in Ruhe. Quasi das Dranbasteln des Dachgepäckträgers quasi auf das Auto. Und wenn ihr euch so einen Kajak beispielsweise leihen wollt, dann könnt ihr den auch bekommen. Ich glaube, der passt an eine geschlossene und an eine offene Dachreling dran. Das ist kein Problem, könnt ihr dazu bekommen. Und damit könnt ihr halt quasi das ganze Projekt dann supporten, mit den Kajaks beispielsweise, habe ich ja schon erwähnt. Und sonst diese Ruine beispielsweise, da habe ich halt zum einen die Pläne. Das ist bei Gumroad, habe ich die drin stehen, einfach weil das am besten ist von dem Handling her. Da könnt ihr euch die Preise quasi mehr oder weniger selbst aussuchen, was ihr dafür gebt.
Und sonst, falls ihr die Steine haben wollt, oder halt hier diese Grundplatte mit dem Zeugs drauf und ein bisschen Leim dabei und einem Cutter, dann könnt ihr das auch nehmen. Das geht halt wirklich direkt wieder ins Projekt rein, ne? Also, das ist einfach eine ganz klare und faire Sache. Okay, bei Patreon könntet ihr mich unterstützen, aber ich weiß nicht, ich finde das witziger, wenn Leute direkt was in der Hand haben dafür, für das, was sie machen. Gut. Vielen Dank für die 100 Abos. Bei 500 Abos, da geht das dann nochmal insgesamt rund. Also 100 heißt 10%, 500 heißt 20% runter von allen möglichen Zeugs, was ich so insgesamt habe. Falls ich es irgendwo vergessen habe, schreibt es mir, wenn ihr irgendwas euch holen wollt oder an irgendwas interessiert seid. Okay, ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten tollen Projekte und auch die Projekte, die jetzt halt wirklich über den Sommer leider liegen geblieben sind. Tut mir echt leid. Also nicht für die Projekte, nicht für euch, sondern für den Gemeinzustand. Weil ich hätte gerne dann das Ganze direkt noch weiter umgesetzt. Weil ich finde das schön, vor allem wenn alle so ein bisschen Feuer und Flamme sind und sowas, wenn man dann direkt den nächsten Weg geht. Na, also das finde ich schon ein bisschen schade. Nur, dass das so ein bisschen liegen geblieben ist. Aber auf der anderen Seite sind eine Menge andere Sachen entstanden und anscheinend gefällt es ja so einigen. Also, ihr seid halt ein fantastisches Publikum, ne? Und ihr seid auch ganz gut dabei, das Ganze zu bewerten und sowas und halt zu zeigen, ja, das gefällt mir vielleicht nicht so ganz. Ach, stimmt, da zwischendrin hatten wir ja auch noch das hier. Habe ich fast vergessen. Das kleine USB-Teilchen, was ich da rausgelötet habe. Und ja, das war sehr, sehr technisch. Das verstehe ich auch, dass das manchen dann vielleicht so ein bisschen zu abgedreht war. Vorhin habe ich da von einem, hier da ist es, von einem internen USB-Hub habe ich zwei Ports abgelötet. Das ist natürlich schwer nachzuvollziehen, wenn man das Ganze so noch nicht kennt. Beziehungsweise das Zusammenbasteln von so einem Adapter. Na, wie macht man das mit den Litzen und wie kommt man da dran und was hat das überhaupt für einen Zweck, wenn ich da diese beiden hier miteinander verbinde? Okay, da habe ich euch einfach überrollt und überrannt. Aber das ist mir wieder durchgegangen und ich glaube, anderen hat das wiederum gefallen, ne, die dann vielleicht mit sowas hier nicht so viel anfangen können oder es müssen wir mit sowas oder mit Kajaks und andere wiederum, die mit Kajaks unterwegs sind. Einer von euch hatte dann auch beispielsweise in die Kommentare geschrieben, dass das ja interessant ist und dass man dann erst darüber nachdenkt, auch mal hier auf den heimischen Flüssen rumzufahren, wenn man so Videos sieht. Und ich bin da ja auch durch den NRW-Paddler beispielsweise erst drauf gekommen. Das finde ich schon. Ist echt ganz witzig, wie das alles ineinander greift. Ne? Finde ich echt schön. Also, bis dann, ihr lieben Leute, und ich wünsche euch eine gute Zeit. Und jetzt muss ich mal langsam los. Ich muss noch so ein paar Sachen erledigen. Auf jeden Fall Daumen hoch für euch alle, für die 100 Abos. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch einfach mal so einen Kommentar da lassen. Dann kann ich bei euren Kanälen auch vorbeischauen. Ich weiß, bei einigen war ich schon einige Zeit nicht mehr. Bei anderen bin ich relativ häufig unterwegs und schaue mir das Ganze an und so. Also, na, tut mir leid, falls ihr euch da so ein bisschen wenig besucht fühlt. Ich weiß zu sehr, sehr vielen von euren Kanälen auf jeden Fall noch direkt, was da war, beziehungsweise es gibt ganz viele Sachen, die einfach ganz, ganz tief hängen geblieben sind, na, die richtig schön waren. Sei es nun das dekorative Windlicht mit Muscheln drumherum oder seien es die 100 Bäume, die mit umgezogen sind oder die mit umziehen, na, hoch Richtung Küste wieder oder sei es ein Haus, das komplett entkernt und umgebaut wird und so. Oder sei es ein wundervolles Klavierstück. Oder sei es ein Schlagzeuger aus Griechenland, der einfach ganz, ganz tolle Covers macht und sowas, beziehungsweise Songs nachspielt. Oder sei es jemand aus den USA, der genau an dem Knotenpunkt der ganzen Railways quasi sitzt und der da seine Videos macht über die wunderschöne Umgebung da. Oder eine junge Dame, die in, ich weiß gar nicht, wo das ist, Indien oder sowas, die halt wunderbar Sachen nachsingt. Na, da habe ich auch geschrieben, das ist wundervoll, was du machst. Oder ein junger südafrikanischer Sprinter,
der seinen Job verdammt gut macht, wo ich meinte, hey, bleib dran, du bist richtig toll dabei. Oder eine aus den Staaten müsste die auch sein, die ganz, ganz toll Klavier spielt. Also wirklich Musik, die ins Herz reingreift. Und die jetzt vor einiger Zeit eigentlich ihren Kanal einstellen wollte, weil die Zeit, die sie dafür investiert und so, weil sich das irgendwie nicht rentieren würde oder weil sie das Gefühl hat, dass nichts zurückgegeben wird. Wo ich hier geschrieben habe, ja, das kannst du ruhig machen, aber das ist ein Verlust für die Leute rundherum, glaub's mir. Denn deine Musik, die geht so dermaßen tief ins Herz rein, das ist wundervoll. Oder auch beispielsweise Creativity Cloud. Ne? Also, wer den Elefanten so schön malen kann, mit einem Auge, das quasi Jahrzehnte von Leben ausdrücken kann, das ist wundervoll. Ne? Einfallspinsel mit den ganzen lustigen, kreativen Ideen und ich weiß nicht, es tut mir leid, wenn ich euch nicht alle nenne. Es ist einfach fantastisch. Also ich finde das hier, das ist schon cool. Und ich finde das auch ganz, ganz toll, wenn man genauso andere Kanäle unterstützt. Ich meine, nahezu alles, wo ich vorbeikomme und was ich interessant finde und sowas, ich lasse euch Kommentare da und die kommen von Herzen. Das ist nicht einfach so bla bla oder so. Ne? Bitte abonniert mich oder sowas, sondern das ist wirklich aus Interesse. Ich finde das super. Ich finde das toll mit den ganzen Werkstätten und sowas, die gezeigt werden oder wo gerade große kreative Prozesse im Gang sind und große Dinge bewegt werden. Ich finde das aber genauso toll mit den ganzen kleineren Sachen, wo dann wirklich auf so einer kleinen Fläche hier gebastelt wird oder wo was gestaltet wird und so. Echt super. Daumen hoch. Also ihr alle seid ganz fantastisch und ich danke euch für die Unterstützung und die Projekte, an denen eure Herzen hängen, schreibt einfach ein paar Kommentare darunter oder nehmt beispielsweise Diskussionen direkt auf dem Kanal und schreibt da eure Ideen und Gedanken rein. Das hier, das geht wie immer so ziemlich ungekürzt raus. Und ja, ich bin gespannt auf die kommende Zeit und danke euch vielmals für euren Support und wünsche euch eine gute Zeit. Und wir sehen uns dann, wenn ich wieder zurück bin vom Meer oder vielleicht später, wenn ich das reinstelle oder sowas. Ich weiß aber noch nicht genau, wann ich es reinstelle. Also auf jeden Fall vielen Dank. Großes Smiley für euch, für 100 Abos und es ist echt toll. Es ist auch schön, das Ganze angefangen zu haben. Also bis dann. Ich will euch nicht weiter einschläfern. Habt eine gute Zeit. Bleibt gesund oder werdet wieder gesund, wenn ihr auch so eine gemeine Erkältung hattet wie ich. Und ja, man sieht sich beim nächsten Video. Liken nicht vergessen. Und wenn ihr auch noch dazukommen wollt, sehr gerne. Ich halte euch nicht auf. Und vielen Dank für eure Kommentare. Schreibt weitere Kommentare dazu. Und bis später. Ciao.